Namaste. Und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Yoga-Klasse. Ich freue mich, dass du dabei bist. Diese Klasse schließt an einen Zyklus an, den wir schon praktiziert und erfahren haben. Das ist ein Zyklus, in dem wir die Atmung als Werkzeug nutzen, um Stress zu regulieren und positiv zu beeinflussen. Ich verlinke dir die zwei vorangegangenen Videos in der Beschreibung. So kannst du also, wenn du die jetzt noch nicht mitgemacht haben solltest, das gerne auch noch nachholen. Das Grundprinzip, was ich eingeführt hatte mit diesen Videos, ist, dass die Atmung ein regulierendes Werkzeug ist, um im Bereich des Nervus vagus, also des vegetativen Nervensystems, eine Veränderung des inneren Erregungs- oder Anspannungszustands herbeizuführen. Heißt also konkret, Nervus vagus, das vegetative Nervensystem, das, wenn es aktiviert wird, den Körper und auch den Geist damit auch in Entspannungszustände hineinführen kann. Nervus vagus reguliert die Atmung, Verdauung und den Herzschlag als Hauptfunktion. Natürlich finden noch viel mehr, aber das sind die Hauptbereiche. Und die Atmung ist das einzige Werkzeug, das wir bewusst verändern können. Und daher funktionieren Atemtechniken sehr gut, um Anspannungs- oder Erregungszustände zu regulieren. Übrigens auch daher kommt es, dass die Atmung immer mit der Meditation verbunden wird. In den letzten Videos hatte ich die Ausatmung genutzt, um Stress loszulassen. Und die Ausatmung hatte ich in den Bauchraum mit dir gemeinsam gelenkt. Und das mit der Qualität, dass wir ausatmen, Bauchnabel nach innen führt, Bauchdecke sich komprimiert, der Bereich des Bauchcontainers eine Stabilität erfährt und wir dadurch in eine innere Kraft eintauchen, in eine innere Stabilität und auch in das Gefühl, nach unten geerdet zu sein. Also wirklich mit einem Bild zu arbeiten, dass wenn die Welt um uns herum sich dreht und alles schnelllebig ist, dass wir etwas finden, das uns Halt gibt, das uns eine Stütze ist, das uns trägt. Das kann die Mitte des Körpers sein, mit der wir in der Ausatmung im Bauchbereich in Kontakt treten oder eben die Erde, die wir berühren, die uns Halt gibt. Und heute in diesem Video möchte ich den Fokus auf die Einatmung legen. Und die werden wir in den Bereich des Brustkorbs, also nach oben lenken. Und da ist die zentrale Änderung, dass wir nicht nur vom Bauchraum nach oben in den Brustkorb gehen, sondern die Einatmung tatsächlich als etwas Aktives begreifen. Die Einatmung, Luft strömt nach innen, Sauerstoff wird verstoffwechselt in den Körper, gibt gemeinsam mit der Nahrung die Lebensenergie und die Kraft. Die Einatmung füllt die Lungen, weitet sie aus, dehnt also von innen nach außen den Brustkorb. Und genau darum geht es, wenn wir die Einatmung als Werkzeug zum Stressabbau nutzen. Das ist erstmal so ein bisschen paradox. Wir meinen meist, die Ausatmung ist gut, ist auch gut, aber für manche ist eben auch die Einatmung sehr schön geeignet. Und die Einatmung in der Fülle schenkt uns innere Räume, Räume, um uns zu entfalten. Ja, manchmal macht die Welt uns eng, wenn wir Stress haben. Dann ist der gesamte Körper angespannt und die Muskulatur aktiv und alles fühlt sich fest und steif an. Und die Einatmung soll uns einladen, aus diesem Zusammenziehen wieder Freiraum entstehen zu lassen. Freiraum, um die Lungen auszubreiten, um wieder mal tief durchzuatmen, aber eben auch, um neue Möglichkeiten zu kreieren. Also wieder mal aktiv in die Welt nach außen zu treten, wenn wir in sie symbolisch wachsen dürfen. In der Yoga-Klasse versuchen wir das jetzt erstmal über die Praxis, also eine Yoga-Praxis. Da böte sich natürlich Rückbeugen als Schwerpunkt an und das machen wir auch. Wir mobilisieren die Brustwirbelsäule, gehen in entspannte, aber auch mal aktive Rückbeugen und das weitet die Vorderseite des Brustkorbs, also schafft hier Raum. Die Rippenbögen werden aufgefächert und ich versuche immer wieder die Atmung in diese Räume zu leiten und lang und weit zu werden mit dir gemeinsam. Als Zielasana habe ich mir eine Sequenz ausgesucht, die uns in A eine
eine Variation des ersten Helden führt, der die Rückbeuge deutlich vertieft, und B in den Tänzer Natarajasana in seiner Variante der Rückbeuge. Mach mit, sobald du dich wohlfühlst. Achte immer darauf, dass ich zwar von außen dich lenke und durch die Yogastunde führe und dir Einladungen gebe, mitzumachen, aber bedenke immer, das sind Einladungen, also mach das für dich so, dass es angenehm ist. Als noch ein Hinweis, bevor es losgeht, als Werkzeug oder Hilfsmittel brauchst du eine gerollte Decke. Ich habe hier schon eine vorbereitet. Und damit beginnen wir jetzt auch. Wir legen uns auf den Rücken und bitte die gerollte Decke so, dass du sie quer auf deine Yogamatte legst. Das Ziel ist jetzt, dass wir uns da drüber legen, so dass du mit den unteren Strukturen der Schulterblätter hier drüber liegst. Voilà! Also unterer Bereich der Schulterblätter, da bitte ganz in Ruhe drüber kuscheln. Das bedeutet auch, dass dann die Schultern wieder frei sind. So, und jetzt bitte ich dich, das Ganze mal anzupassen. Das braucht noch einen Moment. Es kann sein, dass die Rolle einfach zu dick ist und du so einen zu großen Bogen machst. Das merkst du. Dann ist es hier zu fest im Brustkorb oder der Kopf sinkt zu weit zurück. Dann roll die Decke etwas ab, sodass der Durchmesser nicht ganz so groß wird. Ich probiere gerade, die Füße aufzustellen oder abzulegen. Kannst du auch gleich mal machen. Schau mal, was für den unteren Rücken dafür angenehmer ist. Da sollte es jetzt nicht drücken oder zu stark komprimieren. Dann der Kopfbereich. Wenn du das Gefühl hast, der Kopf ist sehr weit zurück, dann ist das normal, auch sogar gewollt. Wenn du gleichzeitig merkst, du bist jetzt mehr oder weniger im Übergang zum Scheitel, also du schaust mehr nach hinten, dann ist tatsächlich der Kopf zu tief, dann legt dir eine Unterlage drunter, ein Kissen beispielsweise, und versuch eher den Hinterkopf zum Boden abzulegen. Und nicht irritiert sein, wenn sich das erstmal ganz komisch anfühlt. Dann noch ein Hinweis für die Arme. Du kannst sie zur Seite ausbreiten, schräg nach hinten anwinkeln, wie ein Kaktus, oder auf die Rolle legen und die Rolle ein Stück Richtung Körper schieben. Also mach's dir gemütlich, bitte. Und dann schließ die Augen, wenn du soweit bist. Und lass uns nicht drüber nachdenken, wie das jetzt ist, was da jetzt entstehen soll, wie es sich anfühlen soll, sondern geh einen Schritt vom Kopf in den Körper und spüre dich. Und nimm im Spüren deines Körpers auch die Unterlagen wahr. Nicht nur die Yogamatte, die du berührst, sondern natürlich auch die Deckenrolle. Und dann nimm sie als ein Hilfsmittel an. Das ist kein Widerstand, das ist nichts, gegen das du arbeiten oder festhalten musst. Nimm sie als Hilfsmittel an, das dich unterstützen möchte. Und werd entspannter. Lass dich über die Rolle hinwegschmelzen. Und dann spür, wie die Muskulatur sich anpasst. Wenn es jetzt irgendwo mal fester wird, dann bist du zu weit, dann korrigier das nochmal. Und wenn es aus dieser Intensität und dem Ungewohnten etwas weicher wird und geschmeidiger, dann bist du genau richtig. Lass dich hinwegfließen über die Rolle. Bring die Aufmerksamkeit in deine Rückseite. Lass dich dort über die Berührungen nach unten schmelzen und gib Spannung, Anspannung, die du nicht mehr brauchst, an die Erde ab. Nutz dafür die Ausatmung.
Nimm die Vorderseite deines Körpers wahr. Sie streckt sich in mehreren Achsen, einmal der Längsachse, das heißt also vom Beckenbereich, die Bauchdecke entlang zum Brustbein, von dort Richtung Schlüsselbeine. Die Achse streckt sich und die Querachse weitet sich, die von den Schultergelenken über die Schlüsselbeine zum Brustbein. Lass die Schultern nach unten schmelzen. Entspann die Arme, entspann dein Gesicht, den Raum zwischen den Augen und deine Stirn. Und dann nimm die Einatmung wahr, lenk sie nach oben, also in die Vorderseite. Beobachte das Auffächern deines Körpers im Einatmen. Wo weitet sich etwas, wenn du einatmest? Und dann lenke die Einatmung Rippe für Rippe Richtung Schlüsselbeine. Einatmen von den unteren Rippen, Rippenbogen für Rippenbogen Richtung Schlüsselbeine, sodass am Ende der Einatmung auch dein Brustbein sich heben kann. Und ausatmend wieder loslassen. Einatmen Rippe für Rippe Richtung Schlüsselbeine und dein Brustbein. Ausatmen, loslassen. Nochmal bitte die Einatmung bewusst Richtung Schlüsselbeine lenken. Beobachte, ob sie sich ein bisschen heben kann. Ausatmen, entspannen. Und dann stell die Füße bitte auf. Lass uns wieder die Rolle wegnehmen. Das kannst du machen, wenn du dich zur Seite abrollst oder mal kurz anhebst. Nimm die Deckenrolle bitte weg. Wir brauchen sie vermutlich erst am Ende wieder, also schaff dir Platz und leg dich nochmal auf die Unterlage zurück. Die Füße aufstellen. Die Schultern entspannen, den Kopf in die Unterlage kuscheln, auch dein Becken und spür nach. Das ist ein anderes Körpergefühl. Beobachte die Vorderseite. Manchmal entsteht der Eindruck, die ist ein bisschen leichter geworden oder freier. Es hat sicherlich auch die Atmung verändert. Nimm wahr, beobachte, wohin du jetzt atmest und wie sich das anfühlt. Ich merke schon, bei mir ist es deutlicher im Brustkorb jetzt angekommen, die Atmung. Um das wirklich auch zu spüren, bitte ich dich, eine Hand an den unteren Bauch zu legen, einen Raum um den Bauchnabel oder zwischen Bauchnabel und Schambein, die andere Hand auf dein Brustbein zu legen. Und jetzt einmal die Atmung nur in die obere Hand, also die Hand am Brustbein zu lenken. Atme die Berührung der oberen Hand. Und dann merkst du, dass die Einatmung die Hand hebt, der Brustkorb sich weitet. Vielleicht wird er auch ein bisschen breiter, nicht nur weiter und höher, sondern auch breiter. Und ausatmen zieht sich alles sanft zurück zur Mitte. Im Einatmen fächert sich der Brustkorb auf. Die Zwischenrippenmuskulatur hebt die Rippenbögen. Im Ausatmen fließt alles entspannt zurück. Und es ist auch die Besonderheit der Brustkorbatmung. Die Einatmung ist aktiv. Es braucht muskuläre Aktivität, um alles zu weiten und zu heben. Und die Ausatmung ist passiv über die Entspannung.
Daher sind wir hier atemfokussiert. Noch einen tiefen Atemzug. Und dann leg mit dem Ausatmen die Arme zum Körper. Schaff für die dynamische Schulterbrücke eine gute Ausgangsbasis, also die Füße gut aufsetzen, eine Faustbreit zueinander und eine angenehme Nähe zum Beckenbereich. Für manche ist es ein guter Marker, die Arme lang abzulegen Richtung Becken und die Füße so zu positionieren, dass die Mittelfinger gerade so die Fersen berühren. Wenn dir das zu nah ist, dann krabbel einfach ein Stück weiter weg mit den Füßen. Und leg die Arme zur Seite ab. Und jetzt bitte ich dich, dein Becken etwas einzurollen, sodass der untere Rücken zur Erde kommt und dann dein Becken langsam zu heben. Lass dir Zeit und roll Wirbel für Wirbel nach oben. Vom Becken durch den unteren Rücken, durch den oberen Rücken, also den Brustbereich, bis zu den Schultern. Und ganz am Ende hebst du dein Brustbein hoch. Und dann roll dich zurück, von den Schultern beginnend, die Brustwirbelsäule abrollen, Wirbel für Wirbel. Zieh das Gesäß Richtung Fersen, damit du dich lang abrollst. Dann roll den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule zur Erde. Dann setz dein Becken ab und kipp es etwas nach vorn aus für ein Hohlkreuz. Nochmal, Becken einrollen, Füße nach unten drücken, Becken nach oben, Wirbel für Wirbel durch den Rücken hoch. Bis ganz vor zu den Schultern. Heb dein Brustbein hoch und roll von dort zurück. Lange Rücken, Wirbel für Wirbel einzeln abrollen, bis das Kreuzbein wieder landet, das Becken nach vorn kippt. Einatmen, Becken einrollen, Wirbel für Wirbel hoch. Am Ende der Einatmung ankommen und ausatmen, roll dich zurück. Bis das Becken ankommt, das Becken nach vorn kippt am Ende der Ausatmung. Mach das weiter, bitte. Gut, und wenn du das praktizierst, dann denk weniger über die Bewegung nach, sondern spür sie vielmehr. Spür den Rücken, der sich mobilisiert und bewegt. Und schaff dann eine gute Verbindung zur Atmung. Vielleicht so, dass die Atmung dich führt und die Bewegung dann folgt. Entdeck auch ein stimmiges Tempo, dass du nicht schneller wirst, sondern wirklich die Atmung dich führt und mit jeder neuen Runde du mehr Zeit hast. Beginn nach der Runde, in der du gerade bist, noch einmal neu und komm dann oben an in der Schulterbrücke. Bleib also beim nächsten Mal oben mit dem Becken. Wenn du dann hier angekommen bist, dann positioniere nochmal die Füße gut, manchmal ein Stück näher Richtung Becken, sodass die Fußgelenke unter den Kniegelenken sind, vom Gefühl her. Und hier gehen wir in eine weitere Rückbeuge. Das ist ja eine Rückbeuge, die Schulterbrücke. Wir steuern sie im Wesentlichen erstmal mit den Armen. Du kannst die Arme anwinkeln und nach unten drücken und die Schulterblätter unter den Rücken ziehen, sodass die sich annähern. Oder du legst die Arme lang ab und machst vielleicht eine Faust und schiebst die Faust Richtung Fersen. Egal wo jetzt deine Arme sind, abgelegt oder angewinkelt, zieh noch einmal die Schultern unter den Rücken. Und so wirklich, dass die Schulterblätter sich berühren. Dann drück die Schultergelenke sanft nach unten, drück die Füße nach unten, dann hebt sich dein Becken nach oben hoch. Und dann komm nochmal eine Etage tiefer mit dem Becken und roll es ein. Schieb dein Steißbein nach vorn hoch Richtung Oberschenkel und heb dann das eingerollte Becken wieder hoch. Das hat jetzt zwei Vorteile. Einmal ist der untere Rücken länger geworden und zum anderen dehnt sich die Oberschenkelmuskulatur etwas deutlicher. Atme dich hoch.
Die Rückbeuge weitet die Vorderseite, besonders den Bereich zwischen Schultern und Schlüsselbeinen, aber auch den Bereich zwischen Schambein und Brustbein. Der Rücken wird stark und gekräftigt. Die Vorderseite weit. Nutzt die Einatmung, lenkt sie Richtung Brustbein und Schlüsselbeine. Hebt mit jedem Einatmen die Schlüsselbeine hoch. Du kannst hier bleiben, wenn du merkst, das ist sehr aktiv, dann senk dein Becken ein bisschen tiefer oder beweg dich mal kurz durch. Oder mach mit mir eine aktivere Variante mit. Drück den linken Fuß nach unten, schieb den Boden weg, zieh das rechte Knie zum Brustkorb, schieb den rechten Fuß über die Ferse ganz hoch. Wenn du hier ankommst, dann schieb die Ferse ein bisschen höher, sodass dein rechtes Hüftgelenk parallel zum linken kommt. Atme dich wieder hoch und komm zurück mit dem Fuß. Fuß aufsetzen, wenn du die Finger verschränkt hast, wechsel einmal bitte durch, sodass der andere Daumen hochkommt. Zieh die Schultern unter den Rücken, drück die Füße nach unten, atme das Brustbein hoch, atme die Schlüsselbeine hoch. Und die zweite Seite, rechten Fuß nach unten drücken, linkes Knie ranziehen, linke Ferse hochschieben. Schieb sie etwas höher, zieh die linke Hüfte parallel zur rechten hoch und atme. Nochmal tief durchatmen, Ferse hochschieben und wieder zurückkommen. Fuß aufsetzen, befreie die Arme an die Ränder deiner Unterlage, zieh die Schultern nach außen, roll dich langsam, lass dir Zeit, Wirbel für Wirbel zurück zur Erde. Und dann komm an, vertief die Atmung. Beobachte den Puls deines Herzens. Und stell dir vor, dass du mit der Einatmung dem Herz Raum gibst, um sich zu entspannen. Und Sauerstoff schenkst, um es zu nähren. Damit wir jetzt den anspannenden Bereich des unteren Rückens wieder entspannen, nutzen wir eine Drehbewegung. Lass die Beine sanft nach rechts und links schwingen. Nochmal in beide Richtungen. Wenn du wieder zurück in die Mitte gekommen bist, dann greif die Knie, umarm sie, umarm auch dich am Anfang dieser Stunde und schaukel weiter rechts, links, vor und zurück, um den Rücken zu massieren. Greif mit beiden Händen dein linkes Knie, streck das rechte Bein hoch, hol damit Schwung, komm hoch zum Sitzen. Und zum Vierfüßler. Die Füße kannst du ablegen oder aufstellen, je nachdem, was für deine Knie am besten sich anfühlt. Die Knie sind sowieso schon unter den Hüftgelenken. Stell sie hüftbreit auf, also hüftgelenkbreit, ungefähr eine Faustbreitabstand zwischen den Knien. Dann schau die Hände an, spreiz die Finger. Und je nach Handgelenkswunsch kannst du die Hände unter die Schultergelenke stützen oder es den Handgelenken etwas leichter machen und die Hände etwas nach vorn setzen. Gut, dann orientier die Hände so, dass entweder die Mittelfinger oder der Bereich zwischen Mittel- und Zeigefinger nach vorn kommen. Es ist auch eine Frage der Handgelenke, wo sie sich am wohlsten hier fühlen. Spreiz die Finger, drück die Daumen und Kleinfinger, Grundgelenke sanft nach unten. Leg die Finger lang und entspannt ab.
Und dann roll dich in den Katzenbuckel ein. Ein sanfter Katzenbuckel, den Bauchnabel hochführen. Die Flanken heben, Kopf einrollen, Blick Richtung Becken. Dann der Pferderücken, kipp dein Becken nach vorn, tauch wirbelweise nach unten ein, so wie vorhin ja auch, vom Becken Richtung Brustbein. Heb dein Brustbein nach vorn hoch, drücke die Hände nach unten, bring den Blick nach vorn. Und stell dir vor, du ziehst die Flanken lang, hebst dein Brustbein nach vorn hoch. Ausatmen, komm zurück in den Katzenbuckel. Vom Becken beginnen, Wirbel für Wirbel hochziehen, bis der Kopf am Ende einrollt. Und einatmen, Pferderücken. Wieder vom Becken beginnen, nach vorn kippen, wirbelweise eintauchen, in die Schultern eintauchen. Ende, das Brustbein heben, Flanken langziehen. Bitte weitermachen. Nutz die Ausatmung im Katzenbuckel, um die Arme einwärts zu drehen. Also die Ellenbogen zeigen ausatmen zur Seite. Und im Pferderücken dreh die Arme auswärts, die Ellenbogen zeigen nach hinten. Nochmal ausatmen, Katzenbuckel, Ellenbogen zur Seite drehen. Finger bleiben vorne. Und Pferderücken, Ellenbogen drehen nach hinten. Eine Runde noch. Dann lande neutral, weder ein Katzenbuckel noch ein Pferderücken, eher in der Mitte. Saug den Bauchnabel sanft hoch, schließ den Beckenboden, stell den rechten Fuß auf und schieb ihn nach hinten, sodass dein rechtes Bein lang wird. Heb dein rechtes Bein an, winkel dein rechtes Knie, sodass die Ferse hoch zeigt. Und jetzt schieb die Ferse ein bisschen höher nach oben. Beckenboden schließen, heb dich zwischen den Schultern hoch. Atme. Wir bereiten uns auf eine erste Rückbeuge hier im Vierfüßler vor. Dafür drückst du die rechte Hand in den Boden, legst die linke Hand an dein Kreuzbein oder den unteren Rücken. Hier kannst du schon mal sehr schön die langen Rückenmuskeln spüren, die parallel zur Wirbelsäule verlaufen, die jetzt aktiv sind. Lass auch den Beckenboden immer noch aktiv. Atme, zieh die linke Schulter hoch. Drück dich aus der rechten Schulter nach oben. Bring den Blick nach vorn. Jetzt stell dir so einen imaginären Bogen vor, den der Fuß Richtung Hinterkopf macht. Atme hoch in diesen Bogen. Einmal tief atmen. Jetzt komm zurück, linke Hand aufsetzen, rechtes Knie Richtung Brustkorb, Rücken rund. Einatmen, streck dich lang, rechten Fuß nach hinten ausstrecken. Ausatmen, rechtes Knie zum Brustkorb, Rücken rund. Nochmal einatmen, Rücken lang machen, rechten Fuß nach hinten. Ausatmen, rechtes Knie absetzen, der Vierfüßler. Mal kurz durchbewegen, bitte. Zweite Seite, linken Fuß aufstellen, nach hinten schieben, linkes Bein lang. Beckenboden sanft schließen, linkes Bein heben. Linke Hand erden, den Boden drücken, linkes Knie beugen und linke Ferse bitte hochschieben. Schieben, schieben, kann ruhig ein bisschen dehnen am linken Oberschenkel. Wenn du den unteren Rücken spürst und der das Gefühl hat, dass er jetzt fest wird, dann nutzt noch die tiefliegende Rumpfmuskulatur, also vom Bild her einen Gürtel, den du etwas enger machst. Und da, wo die Gürtelschnalle ist, da ziehst du die Bauchdecke sanft ein. Und jetzt rechte Hand an die Lendenwirbelsäule oder Kreuzbein. Rechte Schulter hochziehen, aus der linken Schulter rausdrücken, den Blick mehr nach vorn bringen. Verlängere die Flanken, heb dein Brustbein hoch. Und jetzt visualisiere wieder diesen Bogen, diesen imaginären, den der Fuß zum Hinterhaupt machen möchte. Und immer wenn du einatmest, dann spann diesen Bogen auf. Und tief atmen. Und nochmal einatmend. Fuß heben, Kopf heben, ausatmen, rechte Hand zurück, linkes Knie zum Brustkorb, Rücken rund, einatmen, lang werden, linkes Bein nach hinten schieben, Blick nach vorn bringen, ausatmen, einrollen, Blick Richtung Becken, Knie nach vorn, nochmal einatmen, strecken,
Ausatmen, einrollen. Letztes Mal einatmen, lang machen, linkes Bein wegschieben. Ausatmen, linkes Knie erden. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, das Kind, Gesäß Richtung Fersen, Stirn Richtung Erde. Atme hier durch. Lass die Arme nach vorn gleiten. Krabbel in die Breite deiner Yogamatte, sodass die kleinen Finger aber noch auf der Matte bleiben. Und dann heb die Handgelenke. Komm nur auf die Fingerkuppen. Und stell dir vor, du ziehst die Oberarme sanft hoch, wenn du einatmest, und lässt im Ausatmen den Brustkorb nach unten sinken. Leg die Hände flach zurück. Komm mit der Ausatmung mit dem Gesäß Richtung Fersen. Einatmen hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Geh weiter, ausatmend in den Hund. Füße aufstellen, schieb dich nach hinten hoch. Einatmen, wieder zurückkommen in den Katzenbuckel. Knie sanft absetzen, Pferderücken. Blick nach vorn, ausatmen das Kind. Einatmen hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen der abwärts schauende Hund. Und dann bleib hier einen Moment. Bring mal den Blick Richtung Hände, spreiz die Finger, dann den Blick Richtung Beine oder Becken, beug die Knie und jetzt schieb dein Becken hoch und stell dir wieder die Flanken vor, die lang werden. Die Wirbelsäule wird lang, die Sitzbeinhöcker schieben in die Welt nach oben. Und ausatmen, rechte Ferse senken, rechtes Bein ein bisschen strecken. Einatmen, rechte Ferse hoch. Ausatmen, linke Ferse senken. Einatmen, linke Ferse hoch. Ausatmen, Seitwechsel nach rechts. Mach das weiter, bitte. Nochmal jede Seite. Einatmen, beide Fersen hoch, beide Beine strecken, ausatmen, beide Fersen senken, Rücken hochschieben, Sitzbeinhöcker hochziehen. Einatmen, hoher Liegestütz, bleib hier, streck dich lang, schaff also Raum zwischen Fersen und Scheitel, drück dich zwischen den Schultern nach oben und atme aus, komm in die Bauchlage nach unten. Leg deine Füße lang ab. Und roll dein Becken ein, sodass dein Steißbein Richtung Oberschenkel nach hinten runter, Richtung Unterlage schiebt. Ja, Steißbein schiebt nach hinten runter. Dann hat die Bauchdecke eine sanfte Kompression. Bauchnabel saugt leicht nach oben. Roll die Schultern weich zurück. Krabbel mit den Händen zurück. Und bring die Hände hinter deinem Gesäß zu einer Faust zusammen. Und beug die Ellenbogen etwas. Zieh die Schulterblätter zusammen, zieh die Schultern hoch und dann schieb die Faust nach hinten. Beginn die Arme zu strecken. Einatmen, zieh den Brustkorb nach vorn hoch in eine Kobra. Blick nach vorn, Faust schiebt zurück. Ausatmen, komm wieder tiefer mit der Stirn Richtung Erde. Einatmen, Schultern zurückziehen, zieh das Brustbein nach vorn hoch, schieb die Faust zurück. Ausatmen, senk dich tiefer. Und noch zwei, drei Runden. Wenn du magst, kannst du auch einatmend die Beine nach oben heben und nach hinten schieben. Und eine letzte Runde. Einatmend, hochziehen, Faust nach hinten schieben. Ausatmen, komm zurück, leg die Füße ab, stütz die Hände an die unteren Rippenbögen. Einatmen, Schultern zurück, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, Bauchnabel einsaugen, der abwärts schauende Hund. Komm hier an. Und nochmal durchbewegen, bitte. Einatmen, rechtes Bein heben. Ausatmen, rechtes Knie zum Brustkorb, Fuß aufsetzen. Einatmen, bring den Blick nach vorn, hebt den Brustkorb an. Ausatmen, setzt den linken Fuß nach vorn, komm in eine weiche, sanfte Vorbeuge. Einatmend die halbe Vorbeuge. Lange Flanken, zieh den Brustkorb nach vorn. Ausatmen, entspann dich nach unten.
Entspann die Schultern und den Nacken. Einatmen, komm mit die Hocke hoch. Streck dich nach oben, verlängere die Seiten. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen. Tauch ein mit den Händen und über vorn hoch. Ausatmen, tauchen die Vorbeuge ein. An Verbeugen vor dir. Einatmen, zieh dich nach vorn lang. Lange Flanken. Ausatmen, entspann dich nach unten. Einatmen, setz den rechten Fuß zurück. Ausatmen, komm mit dem linken Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, komm zum Kind. Einatmen, wieder hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, schieb dich hoch. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz und Bauchlage. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurück, Kobra oder aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, rechter Fuß nach vorn, Blick nach vorn, Becken tief. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh dich nach vorn lang. Ausatmen, entspann dich nach unten. Einatmen, komm über die Hocke nach oben, streck dich nach oben hoch. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, mit den Händen eintauchen, über vorn hoch, die Arme vielleicht neben die Ohren. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten entspannen. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Bauchnabel etwas einsaugen, Flanken lang machen. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, linker Fuß nach hinten, Becken tief, Blick nach vorn, lange Flanken. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, nach oben, Katzenbuckel, Blick nach hinten, Pferderücken, Blick nach vorn hoch, Brustbein heben, aus den Schultern rausheben. Ausatmen, abwärts schauende Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz und Bauchlage. Einatmen, Schultern zurück, Becken einrollen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, Bauchnabel einsaugen, abwärts schauender Hund, Becken hochschieben. Einatmen, linkes Bein jetzt heben. Ausatmen, Knie nach vorn zum Brustkorb, Fuß aufsetzen. Einatmen, Brustbein nach vorn, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Sitzbeine schieben zurück, Brustbein zieht nach vorn. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, nach oben kommen. Streck dich nach oben, wachs ganz über die Fingerspitzen ganz hoch. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, vorn auftauchen, die Arme neben oder hinter die Ohren, Brustbein heben, ausatmen, eine weiche Verbeugung nach unten. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh den Brustkorb nach vorn, ausatmen, entspann dich nach unten. Einatmen, rechter Fuß nach hinten, Becken tief, Blick nach vorn, ausatmen, linker Fuß nach hinten zum Hund, komm hier an, atme durch. Einatmen, rechtes Bein bitte heben, ausatmen, den Fuß nach vorn setzen. Gut, heb die Zehen des rechten Fußes nach oben und verankere den Fuß mit seinen Auflageflächen. Ferse, Außenseite, Großzehenballen, diese drei Strukturen bitte in den Boden, in die Unterlage drücken. Dann senkt die Zehen zurück und entspannen sie. Gut, wir gehen in eine Drehung. Dafür bitte die linke Hand ein Stück weiter nach außen setzen. Du kannst die Hand flach ablegen oder auch eine Faust machen oder einen Yoga-Block greifen, wenn du einen jetzt da hast. Jetzt lass dein Becken zunächst etwas tiefer sinken. Zieh dann die Innenseite des linken Oberschenkels hoch, sodass dein linkes Bein sich streckt. Stütz die rechte Hand auf dein Knie und jetzt dreh dich nach rechts bitte auf. Und so wie du drehst, so zieh muskulär den Bauchnabel sanft am Oberschenkel entlang nach rechts hoch. Und einatmen, rechter Arm einen großen Bogen nach oben zum Himmel, zieh dich hoch. Ausatmen, bring die Hand an den unteren Rücken. Atme hier weiter.
Nutzt die Hand am hinteren unteren Rücken als Fixpunkt, um die rechte Schulter weiter nach hinten anzulehnen. Lehn dich zurück. Jetzt bring deine rechte Hand an den Hinterkopf und lehn den Hinterkopf nach hinten an. Lehn dich in eine Welt hinter dir an. Und atme. Und jetzt bring den Blick bitte nochmal zur unteren linken Hand und setz dir noch ein Stück nach außen, vielleicht von der Matte sogar weg. Decke dich wieder nach rechts auf und leg dich weiter nach hinten zurück. Immer wieder atmen, nach hinten anlehnen. Finde da eine gedachte Struktur, die dir Halt gibt, an der du dich ankuscheln kannst mit den Schulterblättern. Und dann streck deinen rechten Arm nach oben aus. Der Blick zur Seite, nach unten oder den Arm entlang nach oben in die Welt. Und immer mit der Einatmung streck dich zwischen den Raum der Hände. Schieb die rechte Hand nach oben. Ausatmen, lehn dich weich ein Stück zurück. Und noch einmal einatmend wachsen, ausatmend die Hände zurück, da wo sie gewohnt sind, an die Yogamatte. Becken ein wenig tiefer sinken lassen, einatmend, verlängere die Flanken nach vorn hoch, bring den Blick nach vorn, ausatmend, linker Fuß einen Schritt vor, eine weiche Vorbeuge, einatmend die halbe Vorbeuge, zieh dich lang, schieb die Innenseiten der Oberschenkel zurück, ausatmend, verneig dich nach unten. Ein, komm über die Hocke nach oben, streck dich hoch, lehn dich etwas zurück, die Arme langsam nach hinten anlehnen, ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, Knie beugen, mit den Fingern eintauchen, nach vorne hochkommen, ausatmen, in die Vorbeuge, nach unten entspannen. Einatmen, die halbe Vorbeuge, ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen links, einen großen, ruhigen Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn, zieh den Brustkorb nach vorn hoch. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, der Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, linkes Bein heben, weit nach hinten hoch in die Welt schieben. Ausatmen, Fuß nach vorn setzen. Heb die Zehen. Integriere die Auflagefläche des Fußes in den Boden. Also zur Erinnerung wieder die Ferse, die lange Außenseite und der Großhirnballenbereich. Drück dort nach unten, entspann die Zehen, leg sie zurück. Ausatmen, lässt du dein Becken tiefer sinken. Einatmen, ziehst du die Innenseite des rechten Oberschenkels hoch. Die rechte Hand vielleicht etwas nach außen schon setzen, auf die Faust oder auf die Fingerkuppen oder die Hände, die Hand flach. Dann die linke Hand an dein Knie. Und jetzt dreh dich nach links bitte auf und ziehe hier schon den Bauchnabel nach links am Oberschenkel entlang hoch. Einatmend, linker Arm nach vorn und hoch. Ausatmend, die Hand am unteren Rücken oder Kreuzbeinbereich. Nutz die untere, also die hintere Hand als Stütze und zieh deine linke Schulter nach hinten zurück. Dann lehn dich sanft nach hinten an, in die Welt hinter dir, die dir auch Halt gibt. Kuschel dich nach hinten an. Bring die linke Hand an den Hinterkopf, lehn den auch zurück nach hinten. Und dann kurz den Blick nach unten zur rechten Hand, versetz die weiter nach außen, vielleicht von der Matte sogar weg, ein großes Stück nach außen.
wieder nach links aufschrauben und weiter nach hinten anlehnen. Soweit es dir gut ist, soweit dich der Raum trägt hinter dir. Atme und streck den linken Arm nach oben. Einatmen, ein Gefühl von Wachstum in den Flanken und zwischen den Armen. Und nochmal einatmen, strecken, ausatmen, die Hände zurück, auf die rechte Hand zurück, Becken tief, einatmen, zieh den Brustkorb, die Flanken nach vorn hoch. Ausatmend, ein ruhiger Schritt nach vorn, eine Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, ganz weich eintauchen. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Streck dich nach oben in die Welt. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie beugen. Eintauchen, über vorn hoch. Den Schulterbereich anlehnen, Arme zurückfließen lassen. Ausatmen, in die Vorbeuge schmelzen, eine weiche Vorbeuge wieder. Einatmen, nach vorn ziehen. Ausatmen, erneut verneigen nach unten. Einatmen, rechts ein großer Schritt zurück. Ausatmen, links zurück in den Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Lass uns einen Moment verweilen. Lass die Arme vorn, senk dein Gesäß zurück und komm auf die Fingerkuppen bitte. Die Oberarme streben hoch und der Brustkorb sinkt zwischen dem Schulterbereich nach unten. Tief atmen. Hier auch in die Rückseite, auch das ist ein Raum zum Atmen. Beobachte dein Herz, spür seinen Puls und nähr es im Einatmen mit frischem Sauerstoff, mit frischer Energie. Jetzt schieb dein Gesäß zurück und dann krabbel mit den Händen noch weiter nach vorn, noch länger an den Flanken werden. Spreiz die Finger immer noch auf und dann senk die Handflächen zurück. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, heb die Fersen, streck die Beine. Ausatmen, senk mit gestreckten Beinen die Fersen tief und schieb dein Becken nach hinten hoch. In die Weite, in die Welt. Einatmen, dorthin das rechte Bein hochheben. Ausatmen, Knien zum Brustkorb, Fuß zwischen den Händen aufsetzen. Senke bitte dein linkes Knie zur Unterlage. Wir gehen hier in den ersten Held nach oben. Wenn also dein linkes Knie ein Polster mag, dann polster dir bitte was unter. Mach es gemütlich. Und beobachte, ob der hintere Fuß aufgestellt oder abgelegt sich besser anfühlt im Kniebereich. Und jetzt dein vorderes Knie beugen und dabei sinkt dein Becken nach unten. Ja, also nochmal mit dem Beugen im rechten Knie sinkt dein Becken nach vorn runter und der linke Oberschenkelansatz beginnt zu dehnen. Das brauchen wir gleich. Atme dich in die Dehnung. So, jetzt mit dem Becken bitte ein kleines Stück zurück. Dann nochmal den rechten Fuß erden, rechte Hand und linke Hand an das Knie. Und dann richte dich auf nach oben. Das ist der Weg zum ersten Helden. Bitte nochmal gut einrichten. Schau einfach, dass zwischen dem linken Knie und dem rechten Fuß so eine diagonale Hüftbreite vorhanden ist. Also nicht beides schmal in einer Linie, sondern wirklich breit aufgestellt. Das gibt viel mehr Sicherheit und Balance. Und jetzt wieder dein vorderes Knie bitte beugen und Becken nach vorn eintauchen lassen. In die Dehnung atmen.
Und beginne den Brustkorb zu heben. Komm ein Stück zurück mit dem Becken aus der Dehnung heraus. Und bring die Hände an die Hüfte. Wenn wir jetzt daran arbeiten, an diesem ersten Helden eine Rückbeuge zu vertiefen, dann führt uns das zum einen vielleicht etwas weiter nach hinten, als du das gewohnt bist. Das ist auch mal schön, also aus der Routine und den gewohnten Haltungen etwas Neues entstehen zu lassen. Zum anderen braucht es aber eine stabile Basis, von der wir arbeiten können. Achte immer darauf, dass du den Beckenboden schließt und diese quer verlaufende Muskulatur aktivierst im Rumpfbereich. Das geht gut über das Bild des Gürtels, den du im Ausatmen etwas enger machst. Ja, und da hast du die Basis, hast du das Fundament, von dem wir jetzt arbeiten können. Und das braucht es. Es braucht Stabilität, um daraus Wachstum erzeugen zu können. Also im Ausatmen Beckenboden schließen, unteren Bauchraum mit dieser Gürtelschnalle nach innen führen. Und jetzt fokussiere auf die Einatmung und lenk die hoch, Rippe für Rippe nach oben. Ja, stell dir vor, dass deine Flanken sich verlängern, wenn du einatmest. Also der Abstand zwischen der Hüfte, also zwischen dem Beckenraum und dem Brustkorb, dem Raum zu atmen, wird im Einatmen länger, weil der Brustkorb sich vom Becken aus nach oben hebt. Die Schultern legen sich ab auf den Brustkorb, werden dort gestützt. Der Nacken wird lang. Ja, einatmend nach oben streben. Lange Flanken, weiter Brustkorb, der leicht wird, innerlich leicht mit der Einatmung. Wie so ein Ballon, ja, der sich nach oben hebt. Und ausatmend nochmal die Stabilität in der Mitte erfahren. So. Zieh jetzt die Ellenbogen hinter dir zueinander und zieh die Schulterblätter zueinander. Da ist die Kompression in dem Bereich und dafür umso mehr Raum jetzt in dieser Querachse des Vorderkörpers, also zwischen Schultern, Schlüsselbein und Brustbein. Heb dort wieder im Einatmen den Brustkorb und das Brustbein nach vorn hoch. Im Einatmen steigt der Brustkorb auf. Im Ausatmen definierst du die Mitte deines Körpers. Ellenbogen ziehen zusammen. Stütz die linke Hand bitte gut ab, da wo du Halt hast, am Beckenbereich oder unteren Rücken. Bring die rechte Hand an den Hinterkopf und lehn dich dort nach hinten an. Du gibst dir Halt, deine Hand trägt dich. Du lehnst dich zurück und gleichzeitig zieht dein Brustbein nach vorne hoch. Es wäre so ein Faden, der das unterstützt, der den Brustkorb weit macht und hebt. Und du lehnst dich zurück in die Welt hinter dir, die wir so immer so wenig betrachten, da die ganzen Sinnesorgane nach vorn gerichtet sind. Aber hinter dir ist das Vertrauen, das dich trägt. Lehn dich etwas weiter zurück und immer mit dem Einatmen nach oben denken, leicht werden, mit dem Ausatmen in die Stabilität des Beckens denken. Mit dem nächsten Ausatmen dein rechtes Knie beugen, ja, dein Becken sinkt nach vorn runter und dir entsteht was ganz, ganz Schönes, fast was Erstaunliches. Es wird leichter, sich zurückzulehnen. Ja, vielleicht geht der Blick hoch, manchmal schräg nach oben, manchmal genau hoch, manchmal schräg nach hinten. Vergiss nicht zu atmen, werd leicht und frei. Und wenn du noch möchtest, dann streck beide Arme nach hinten weg. Atme. Und dann richte dich langsam wieder auf, bring die Hände zurück an die Hüfte. Das Becken ein Stück zurück. Tief durchatmen.
Bring die linke Hand an dein rechtes Knie, drück mit dem Knie und der Hand aneinander, also ein Widerstand. Dreh daran den Oberkörper nach rechts auf und streck den rechten Arm nach hinten weg. Und atme. Der ganze Körper verwringt sich im Einatmen nach rechts hoch, wie eine Spiraldynamik nach rechts hoch. Und dann breitet sich der rechte Arm aus, der Blick vielleicht nach hinten. Einatmen, rechter Arm, einen großen Bogen nach oben, nach vorn, nach unten, ausatmen, Hand zurück. Ein langsamer Schritt zurück in den Hund. Nutz Bewegungen, um etwas, was fest geworden ist, wieder zu erfrischen. Um dich zu räkeln, zu verwöhnen, um durchzuatmen. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, linkes Bein heben, ganz hoch, ganz in die Welt strecken, ausatmen, Knie zum Brustkorb und Fuß aufsetzen. Dein rechtes Knie bitte absetzen. Hier schon mal schauen, dass rechtes Knie und linker Fuß mindestens hüftgelenkbreit auseinander sind in dieser Diagonale. Dann rechten Fuß entweder aufgesetzt lassen oder ablegen. Schau, was für dein Knie am besten ist. Und wenn du ausatmest, dann beug dein linkes Knie, lass dein Becken tiefer sinken. Beweg dich, wenn du magst, mit kleinen Mikroimpulsen in die Dehnung des rechten Oberschenkels hinein. Atme dich auch dorthin. Komm mit dem Becken ein Stück zurück. Noch einmal gut den linken Fuß erden. Dann die linke Hand auf dein Knie, rechte Hand dazu. Beginn dich aufzurichten. Und wieder im Ausatmen dein Becken nach vorne runter sinken lassen. Und jetzt fokussiere auch die Einatmung. Verlängere dabei die Flanken. Heb den Brustkorb. Jetzt das Becken wieder ein Stück zurückführen, also nicht ganz in der Dehnung sein. Die Hände an die Taille. Das alles nochmal gut und stimmig einrichten für dich. Eventuell dein rechtes Knie unterpolstern. Linkes Knie gut beugen, aber nicht übertreiben. Wir beginnen sanft und steigern uns vom Gewohnten in das Ungewohnte. Das, was von dem wir manchmal sogar denken, dass es gar nicht möglich ist, weil wir die Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht haben. Aber es ist möglich. Mit Zeit, mit Vertrauen, mit Geduld. Und eine gute Ausgangsbasis ist immer ein Gespür dafür, was tut mir gut, wie weit möchte ich gehen, woran habe ich Lust. Und diese Lust bitte ich dich in diese zweite Sätze mitzunehmen. Und da im Einatmen lustvoll die Flanken zu verlängern, Rippe für Rippe nach oben zu wachsen, die innere Weite des Brustkorbs zu erfahren. Ausatmen braucht es ein Fundament, das ist immer wichtig, es braucht eine Ausgangsbasis. Und das ist dein Beckenbereich, du schließt ausatmend den Beckenboden und saugst den unteren Bauchraum etwas nach innen, da wo dieser Gürtel mit seiner Schnalle wäre. Da findest du ausatmend Zentrierung, Stabilität. Und dann kannst du wieder den Blick im Einatmen nach oben lenken. Ja, und da wird Raum entstehen. Einerseits ein Raum der Länge, da der Brustkorb sich nach oben hebt, sich vom Becken entfernt, nach oben schwebt. Ausatmend wieder nach unten integrieren, bitte. Und einatmen auch ein Raum der Fülle. Der Brustkorb weitet sich, das Brustbein hebt sich.
Mal zusammenfassend, Stabilität in der Ausgangsbasis des Beckens und dann im Einatmen leicht werden. Also diese Leichtigkeit, dieser Genuss, dieser Auftrieb, der trägt dich jetzt in diese Sequenz. Lehn die Schultern zurück, zieh die Ellenbogen aufeinander zu. Und das verändert schon etwas hier in der Vorderseite. Da entsteht noch mehr Eindruck von Weite, noch mehr Fülle, Freiheit. Jetzt die rechte Hand gut aufsetzen, die linke Hand an den Hinterkopf. Und da ist dieser Kontakt, der dich trägt, der dir Vertrauen schenkt. Und vertrauensvoll lehnst du dich nach hinten, lehn den Kopf zurück. Jetzt denk wieder nach vorn, heb dein Brustbein nach vorn hoch. Das ist etwas, das dich nach vorn begleitet, nach vorn erhebt, die Einatmung. Ja, manchmal denkt man schon, that's it, ich bin angekommen. Aber mit ein bisschen Freude, Inspiration, Leichtigkeit, auch wenn das anstrengend ist, aber es kann leicht sein. Muss nicht immer alles fest werden, wenn wir angespannt oder angestrengt arbeiten. Diese Leichtigkeit und dem Gefühl, ja, da sind Möglichkeiten, die ich nutze. Damit arbeiten wir. Beugst du dein linkes Knie, lässt das Becken tiefer sinken. Und erstaunlicherweise macht das die Rückbeuge leichter. Du kannst dich weicher anlehnen nach hinten. Der Blick vielleicht schräg hoch, ganz hoch oder schräg nach hinten. Lehn dich in die Möglichkeiten an und atme sie. Nach oben Freiheit schenken im Einatmen. Und entweder hier bleiben oder die Arme an diesem Bogen, den du kreierst, nach hinten führen. Dann richte dich langsam wieder auf, es ist vollbracht. Bring die Arme an die Hüfte, dein Becken ein Stück zurück, atme durch. Und dann komm langsam zurück in den abwärts schauenden Hund. Auch hier mit Zeit, es braucht Zeit, besonders im unteren Rücken. Finde dort Bewegungen, die den unteren Rücken entspannen, die ihm gut tun. Einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen tiefer Liegestütz oder Bauchlage, einatmen Kobra, der aufwärts schauende Hund, ausatmen der abwärts schauende Hund. Dann wander mit den Füßen nach vorn. Eine weiche Vorbeuge, die Knie bitte beugen, sodass es im unteren Rücken nicht zu sehr zieht jetzt. Stütz dich auf die Oberschenkel, komm in die Hocke, Utkatasana. Auch hier bitte nochmal in die Bewegung fließen. Ja, da gibt es sicherlich Strukturen, die verwöhnt werden wollen. Im unteren Rücken, oberen Rücken, im Schulterbereich, im Nackenbereich. Und dann komm langsam nach oben hoch zum Stand. Wir schließen jetzt noch eine Rückbeuge an in der Balance. Das ist der Tänzer Natarajasana. Dafür bitte die Füße hüftgelenkbreit, sodass die Beine parallel verlaufen. Dann verwurzel deine Füße. Erde besonders den linken Fuß. Bring dort Gewicht hin. Beug dein rechtes Knie, heb die rechte Ferse. Linker Fuß drückt nach unten. Und schon dadurch wächst die linke Seite lang. Ja, du drückst den Fuß nach unten. Und der Oberkörper richtet sich auf. Jetzt bitte die rechte Ferse Richtung Gesäß. Greif mit der rechten Hand den Fuß. Das kann das Fußgelenk sein, das kann der Fußrücken sein oder an den Zehen entlang greifen, sodass du die Zehen über die Finger drüber stülpen kannst.
Führ dein rechtes Knie auf Höhe des linken zurück. Roll dein Becken etwas ein. Denk an den Gürtel, den du aktivierst mit der Ausatmung. Und dann beginn im Einatmen den linken Arm zu strecken. Wachs nach oben. Beug dein linkes Knie etwas, wenn du das Gefühl hast, dass das Knie überstreckt. Und kipp jetzt langsam deine Hüfte nach vorn und automatisch zieht das rechte Knie zurück. Drück den rechten Fuß und die Hand, schieb die Hand nach hinten weg. Einatmend, Oberkörper aufrichten. Ausatmend, das Becken kippen, den Fuß wegschieben. Ein Fundament in der Mitte behalten, Beckenboden schließen, Bauchnabel einsaugen in den Körper. Und einatmend, Rippe für Rippe nach vorn hoch, verlängere die Flanken. Heb dein Brustbein, heb den Blick nach vorn, lass dich atmen, lass dich tragen. Komm langsam nach oben zurück, führ dein Knie zurück. Greif mit beiden Händen vor dir dein rechtes Knie. Finde Halt an dir selbst. Richte dich auf. Schweb mit dem Brustkorb hoch. Die linke Hand an dein Knie, Knie an die Hand, Hand an das Knie. Drück mit Hand und Knie gegeneinander. Einatmen, drücken nach oben. Ausatmen, nach rechts drehen. Den rechten Arm nach hinten ausbreiten. Atmen. Schraub dich hoch. Atme dich. Und komm zurück nach vorn, lass dir Zeit. Noch einmal Knie umarmen, an dir entlang wachsen nach oben und dann den Fuß aufsetzen. Spür kurz nach, wenn du magst, mit geschlossenen Augen. Verlängere und vertiefe die Atmung. Orientiere wieder die Einatmung hoch. Lange Flanken, Weite und innere Leichtigkeit. Und die zweite Seite. Rechter Fuß erdet, verwurzelt. Linkes Knie beugst du. Wenn du den rechten Fuß nach unten drückst, wird die rechte Flanke lang. Dann langsam die linke Ferse zum Gesäß. Linke Hand entweder an das Fußgelenk, an den Fußrücken oder an den Zehen entlang. Finde die Basis, das ist dein Beckenbereich. Tonisiere es mit dem Ausatmen. Das ist die Stabilität, die du brauchst. Aus der Stabilität wächst die Leichtigkeit. Wachsen die Möglichkeiten. Linkes Knie Richtung rechtes Knie eventuell ein bisschen beugen. Und dann streck den rechten Arm hoch. Streck dich in der rechten Seite. Finde Wachstum, Freiheit. Und dann kipp dein Becken sanft nach vorn. Zieh das linke Knie zurück. Drück den Fuß gegen die linke Hand nach hinten weg, ganz weit weg vom Gesäß. Und das Gesäß ist, besonders das Becken, ist aktiv. Also Beckenboden geschlossen, Bauchnabel integriert. Einatmen, Rippe für Rippe nach oben wachsen, Brustbein heben, Blick heben. Ausatmen, Becken neigen. Mach das für dich weiter. Atme dich, erfahre dich. Dann komm langsam zurück nach oben. Greif dein linkes Knie, zieh es hoch zum Brustkorb. Halte dich fest. Lass den Brustkorb zwischen den Schultern hochfließen. Rechte Hand an die Außenseite des Knies, Knies halt dagegen. Oberkörper einatmend aufrichten, ausatmen nach links schrauben. Ja, wirklich wie ein Schrauben nach links hoch. Atmen.
Komm zurück nach vorn. Nochmal das Knie hochziehen, den Brustkorb verlängern. Und dann stell den Fuß auf. Und lass uns mit ein bisschen Ruhe nachspüren. Schließ gern die Augen, spür den Körper. Da ist Kraft, da ist Anspannung, das war vielleicht auch ein bisschen Stress. Wo spürst du das jetzt? Ja, den Muskelgruppen, die aktiv sind. Der Wärme. Sogar am Herz, das schnell pulsiert. An der Atmung, die ist manchmal sie flach geworden und deutlich schneller. Und dann verfeinere die Atmung, verlängere sie. Und stell dir vor, dass die Einatmung dich befreit von der Spannung. Atme dich in die Leichtigkeit, in die Präsenz. Mit der Einatmung nährst du deinen Körper über den Sauerstoff, den du aufnimmst, nährst auch dein Herz. Und das beruhigt sich. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug und öffne damit die Augen. Beginne einen Ausgleich für den unteren Rücken, um ihn wieder zu erfrischen. Das ist ein Schwingen um die innere Achse. Ganz locker schwingen, nach rechts und links pendeln. Ja, dann lass die Arme weit und leicht um dich herum fliegen. Stell dir auch hier vor, dass die Einatmung dich aufrichtet. Du schraubst dich nach oben. Findest die innere Größe, die du hast. Lass die Arme ruhig nach hinten anklopfen, wie eine kleine Massage, Gesäß oder unteren Rücken. Oder auch Richtung Schultern. Und dann lass die Bewegung ausklingen. Spür einen Augenblick nach. In diese Freiheit des Oberkörpers, in die Präsenz, in die innere Leichtigkeit. Und dann lasst uns in der Rückenlage treffen. Stell die Füße bitte auf. Und es kann sicherlich noch sein, dass der untere Rücken das Gefühl hat, lebendiger werden zu dürfen. Wenn du das wahrnimmst jetzt, dann ist es okay, denn wir nutzen jetzt noch Möglichkeiten zum Erfrischen. Die erste ist, ganz sanft mit den Beinen nach rechts und links zu schwingen. Da kannst du gerne die Arme ausbreiten. Und einen eigenen Rhythmus finden, der dich verwöhnt. Lass gerne auch den Kopf in die Gegenrichtung gleiten.
und entspann die Schultern. Nochmal in beide Richtungen. Aus der Mitte heraus bitte ein Bein über das andere legen und dann pendel weiter in die Seiten. Wenn du das Gefühl hast, dass es angenehm ist, in einer Seite kurz zu verweilen, dann gönn dir dort diesen Moment. Bevor du zur anderen Seite wechselst. Wenn du in der Mitte ankommst, jetzt oder nachher, dann leg einfach das andere Bein über und mach weiter. Entweder dynamisch oder mit kleinen Pausen. Dann beim nächsten Mal in der Mitte die Füße bitte wieder aufsetzen und deine Knie umarmen. Auch dich umarmen mit einem Danke für das, was dich trägt, die Atmung, die dir das Leben schenkt und die Leichtigkeit und die Frische. Und dann beginn in dieser Umarmung in Apanasana. Dich immer noch zu verwöhnen mit den Bewegungen, die gut sind. Und dann leg dich bitte zur Erde, leg die Beine ab. Leg die Arme hinter dir zum Boden, verhak die Daumen, streck dich über die Fingerspitzen nach hinten, streck die Füße nach vorn, die Zehenspitzen nach vorn. Atme ein, zieh dich auseinander, ganz, ganz groß wachsen, ganz lang. Ausatmen, in die Länge entspannen. Nochmal, einatmen, aus der Mitte wachsen, über die Fingerspitzen, über die Fußzehen. Ausatmen, entspannen. Und nochmal, einatmen, lang werden. Räkel dich noch länger, noch länger, noch länger wachsen. Ausatmen, loslassen. Bring die Arme zurück, stell die Füße auf. Greif mit beiden Händen dein rechtes Knie. Streck dein linkes Bein nach oben und schwing dich hoch. Und finde einen guten Sitz. Falls du noch die Deckenrolle hast und einen Schneidersitz magst oder einen Lotussitz, also die Schienbeine mindestens kreuzen möchtest, kannst du die Deckenrolle zwischen die Knie und Füße, also einmal um die Unterschenkel herum winden. Das ist oft eine sehr, sehr schöne, entspannte Möglichkeit für die Hüftgelenke. Finde mit dem Becken eine gute Sitzhöhe.
Dann leg deine rechte Hand in die linke und schließ die Augen. Stell dir vor, du öffnest ein inneres Auge, das jetzt durch den Körper hindurchblickt. Du schweifst Richtung Beine. Spür dein rechtes Bein und spann es an. Alles im rechten Bein, Ober- und Unterschenkel. Halte die Spannung, spür die Wärme, spür das Feste, die Energie und lass los. Nochmal, rechtes Bein anspannen. Spür den deutlichen Unterschied, dieses angespannte, feste Gefühl. Halte es und lass es los, gib es frei. Dann beobachte, wie aus der Spannung die Entspannung entsteht, wie die Wärme sich im rechten Bein verteilt. Vergleich das mit links. Dann spann dein linkes Bein an, alles was du findest, alle Muskeln, Ober- und Unterschenkel. Halte die Spannung, die Kraft, die Anstrengung, spür sie, gib sie frei, entspann dein Bein. Nochmal, linkes Bein anspannen, Ober- und Unterschenkel, alles festmachen, alles halten, die Anspannung, die Kraft, die Energie, das Feste, loslassen, alles loslassen. Und dann spür den Unterschied zur Entspannung, die weiche Muskulatur, die Wärme, die sich verteilt. Nimm dein Becken wahr. Lass es tiefer sinken. Erlaub es, sich zu setzen. Dann spür den Rumpfbereich, den unteren Rücken, den Bauchraum, die Bauchdecke. Das Fundament deines Oberkörpers. Und dann schweif mit dem Blick von diesem Fundament nach oben. Die Wirbelsäule entlang in den Brustkorb. Schau dir den Raum im Brustkorb an, dort wo die Lungen sind, da wo dein Herz pulsiert. Beobachte auch, wie mit dem Einatmen der Brustkorb sich weitet. Die Lungen dehnen sich aus. Der Brustkorb weitet sich und hebt sich nach oben. Die Rippen fächern auf. Und wenn du ausatmest, fließt der Brustkorb zurück aus der Weite und Fülle, diesem inneren Raum, zurück in sein Zentrum, in seine innere Mitte. Ist die Einatmung. Sie schafft diese innere Freiheit und sogar ein Gefühl des Leichtwerdens. Der Brustkorb wird leicht. Er schwebt hoch in seiner Weite und Fülle. Und im Ausatmen entspannt er sich. Das ist einfach nur das Loslassen, das Abgeben. Der Brustkorb sinkt zurück. Die Rippen nähern sich an. Alles kehrt zurück zur Mitte, zum Ursprung. Beobachte, wie es in dir atmet. Und noch konkreter betrachtet, wie die Einatmung Rippenbogen für Rippenbogen aufsteigt, von den untersten Rippenbögen ganz nach oben Richtung Schlüsselbeine, am Ende der Einatmung. Die Einatmung steigt nach oben auf und sie nimmt dich mit in diese Freiheit, in diese Erfahrungsräume, in den Genuss, die Fülle, in diese Lebendigkeit.
Und dann fließt die Ausatmung zurück, ohne dass du viel dafür tun musst. Es ist nur das Erlauben der Ausatmung, das Loslassen. Fließt zurück nach unten, der Brustkorb senkt sich zurück. Und die Ausatmung fließt den Rücken entlang über das Becken in die Erde. Und sogar von dort unten, in der Leere der Ausatmung, von dort steigt die Einatmung auf. Durch dich hindurch, bis ganz nach oben. Sie nimmt dich mit auf diese Reise nach oben in die Welt, in diese innere Freiheit und innere Größe, eine wahre innere Größe. Die bleibt, auch wenn du ausatmest, einfach entspannst und dich nach unten erdest. Du wirst geatmet. Jede Einatmung wie ein Geschenk, ein Ja zu dir. Ja, ich bin. Und das meint nicht das Ego, sondern wirklich deine Essenz hinter dem Ego. Ja, ich bin. Ich bin es. Es gibt ein sehr schönes kleines Mantra dafür. Im Sanskrit heißt es Soham. Soham. Im Deutschen ich bin. Wenn du einatmest, dann denk dir ruhig dieses Wort. So, ich. Und wenn du ausatmest, das Wort ham, bin. So, ham, ich bin.
Und er trägt uns die Atmung weiter hinter das Ego, seinen Konstrukten, den Gedanken, den Erwartungen, den Rollen und Masken, die wir haben. Es trägt uns noch weiter, noch tiefer. In den Raum dahinter, in unseren Kern, in einen Ort der Stille. Und da gewinnt dieses Mantra eine neue Bedeutung. So am. Ich bin. Ich bin an einem Ort der Stille. Der Freiheit. Ort des Selbst. Hier bin ich selbst. So haben. Ich bin. Hier an einem Ort der Stille, der Freiheit.
hier, weil die Atmung mich hierhin trägt, weil sie mich nährt. Nimm also auch wieder wahr, wie du jetzt geatmet wirst. Hin in die Anatemfülle, in all ihre Präsenz, in die Leichtigkeit, die Freiheit, den inneren Raum und hin zur Ausatmung, zur Ausatemleere, in die innere Kraft, Zentriertheit. Das Ankommen. Und dann bitte ich dich, die Atmung und die Atemzüge zu vertiefen. Also ganz bewusst, ganz genüsslich durchzuatmen und dich zu nähren. Dabei auch deinen Körper wieder zu spüren, seine Größe, deine wahre Größe. Ihn wieder zu räkeln, zu bewegen, zu verwöhnen. Und dann bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Zum Herzen, das auch durch die Atmung genährt wird. Das dich annehmen lässt, so wie du bist, und sein darfst mit der Güte deines Herzens. Erlaub dir, dass die Wärme deines Herzens dich durchströmt, so wie auch das Blut, das sie durch dich hindurch pumpt, dich durchströmt, bis in die kleinsten Zellen deines Körpers, bis in die Gesamtheit deines Körpers. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du dann einatmest, dann bring die Arme zur Seite. Mach einen großen Bogen über die Seite, über den Kopf nach oben. Atme aus, bring die Hände zueinander, vor die Stirn, vor den Mund, zurück vor dein Herz. Nochmal einatmend, vom Herzen aus. Die Welt umarmen, ausatmend, zurückkehren zum Herzen. Dann gern ein Verbeugen, ein Danke für dich, die Erfahrung, die du dir schenkst. So wie du sein darfst, sein bist in diesem Moment, so darfst du sein. Und wenn du dich aufrichtest, bitte ich dich, das mit nach außen zu nehmen in die Welt. Und dich zu erinnern, dass die Einatmung dich trägt, genauso wie die Ausatmung dich zentriert. Beides, Einatmen und Ausatmen, gehört zum Leben. Beides aber auch als Möglichkeit, Stress zu regulieren. Wir haben heute die Einatmung erfahren, die neuen Raum, neue Energie, neue Frische und Klarheit schenkt, neue Möglichkeiten. Und ich danke dir für das Mitmachen, für die Zeit, die du fandest und mir schenktest und dir schenktest. Alles Gute, ein gutes Durchatmen. Namaste.